Liebe Mitreisende, dies ist das letzte Video aus Uganda. Denn wir sitzen hier am Flughafen von Entebbe und gleich geht unser Flug zurück nach Hause. Am vorletzten Tag unserer Reise waren wir ja noch in Kibale und haben mit den Jungs von UNESCO eine kleine Rundreise weiterhin noch getätigt an dem Tag, an dem wir uns euch das letzte Video hochgeladen haben. Und im Anschluss sind wir dann nach Kampala zurück, um am letzten Tag dann nochmal nach Namasuchu zu fahren. Dort haben wir? Genau, da haben sich dann gestern ganz, ganz viele Menschen versammelt aus den umliegenden Dörfern und aus Namasuchu selbst. Und da waren auch ein paar offizielle Menschen da und haben uns gedankt für den Brunnen. Und ja, es war ganz schön. Wir konnten noch mal sehen, wie weit der Brunnen ist. Und also er macht echt Fortschritte. Und genau, da sind wir gestern noch ganz spät abends zu Caroline gefahren, dem kleinen Mädchen, das wir aus Namasuchu ins Krankenhaus gebracht hatten. Und ihr geht es wirklich besser, sie lächelt jetzt sogar. Und es war echt schön, sie vielleicht noch mal das letzte Mal gesehen zu haben. Ja. Anna hat sich übrigens eine neue Frisur gemacht, wie man sieht. Nicht selbst, natürlich. Machen lassen. Tat sehr weh. Daumen hoch an dieser Stelle dafür, für den Mut. Sieht klasse aus, finde ich. Ja, und jetzt geht's gleich zurück hier vorne. Irgendwann hoffentlich wird dann gleich das Flugzeug unserer Fluglinie ankommen. Und dann wieder nach Dubai, 8 Stunden Transit und zurück nach Düsseldorf. Und dann werden wir sicherlich nochmal ein letztes Video posten und die Reise Revue passieren lassen. Bis dahin, schöne Grüße aus Uganda. Tschüss.